1-2 Niederlage heute im zweiten Testspiel gegen den FC Lugano. Was war für ein Match aus deiner Sicht? Ja, nicht so gutes Spiel gestartet, relativ früh in den Rückstand gekommen, aber nachher haben wir glaube guten Fußball gezeigt und haben dem Superligisten keine Paroli bieten und ich habe jetzt gesehen, dass wir die alten Automatismen, die wir schon trainiert haben, ja, sehr gut funktionieren. Aber es ist klar, dass wir das eine oder andere daran arbeiten müssen. Aber ich bin da sehr positiv und ich glaube, wir haben hier über 90 Minuten gute Leistung abgerufen. Was sind denn für Automatismen, die du angesprochen hast? Ja, das sind Automatismen, die wir jeden Tag im Training machen, wie wir uns bewegen, wie wir uns in die freien Räume bewegen, wie wir nach vorne spielen, wie wir schnell umschalten nach vorne. Hat man gesehen, dass wir jetzt schon relativ gute Wege in die Tiefe auch von diesen Offensiven gesehen haben. Klar, sind wir alle ein bisschen müde und dass da vielleicht der ein oder andere Meter manchmal fehlt oder halt eben die Qualität des Passes manchmal. Aber in der Vorbereitung ist das ja ganz normal. Du bist zum FC Wil zurückgekommen nach einer langen Zeit in dem Sinn, oder? Ganz jung, als du das erste Mal da warst. Welche Rolle nimmst du da ein für den Club? Ja, wie man sieht, haben wir viele junge Spieler. Und meine Rolle ist das, dass wir die Jungen gut führen, Disziplin hineinbringen und sie auch unterstützen. Und ihnen auch Fehler akzeptieren, die mal passieren bei einem Jungen. Und sie gleich positiv weiterentwickeln und sie dem Ganzen unterstützen. Und dass sie auch am gleichen Strick wie alle anderen ziehen. Und ja, dass wir sie weiterbringen und dass sie auch ein bisschen zu ihnen schauen. Und dann bin ich überzeugt, wenn wir alle den gleichen Weg einschlagen, dass wir hier da eine positive Saison haben können. Du selber hast schon auf einem Haufen verschiedene Positionen gespielt, von du zum Schluss Verteidiger. Wo siehst du dich selber? Ja, meine Position ist hauptsächlich auf der Position 6, weil dort am meisten Einfluss auf das Spiel. Und ich war eigentlich nur hinten, weil dort der Not am Max war, habe ich hinten hineingespielt. Aber für mich ist Position 6, immer als Zweiter oder alleine dort spielen, eigentlich die Position, die ich bevorzuge. Kann man schon das Ziel rausgeben für die neue Saison? Schwierig. Wir haben schon bei der Pressekonferenz angedeutet, dass wir mit hinten nichts zu tun wollen und dass wir gegen Führer natürlich möglichst viel Sieg einfahren wollen. Vom Platz her will ich jetzt da nicht irgendwie grosse Rangierung sagen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann bin ich überzeugt, dass wir da ein kleines Wochen mitreden. Oder beziehungsweise vielen Mannschaften können das Leben schwer machen.